Ihr habt lange nichts mehr gehört. Was daran liegt, dass das Auto einmal so aussieht und ich zeige euch den Rest auch und einmal so aussieht. Da ist der Lack runter. Warum ist das so? Erstmal der Grund, warum wir das abgezogen haben, ist, da war ja dieses PCP drauf, für die Leute, die das nicht mehr wissen. Dieser abziehbare Autolack, was designtechnisch, arbeitstechnisch mega war, gibt es gar nicht zu kritisieren. Auch die Funktion von dem PCP, ich will das nicht schlecht machen, sonst irgendwas. Sollte das so rüberkommen, dann sage ich das halt gleich schon mal vorab. Das hatte sich hier an einigen Stellen, ich mache das jetzt nur mal hier auf schnell vlogmäßig, weil das Auto, da geht es jetzt halt weiter und ich bin jetzt spontan mit der Kamera hergefahren. Deswegen halt so ein bisschen mit dem Hin und Her gewackeln. Ich will euch halt nur auf dem Laufenden halten einmal, dass ihr wisst, worum es geht. Haben sich Blasen gebildet und deswegen wurde das Zeug dann abgezogen. Es hat sich nur nicht so gut entfernen lassen, wie es eigentlich der Plan war, weil wenn du ein Auto frisch lackierst, was ja auch der Grund ist, warum man zum Beispiel keine Folie auf ein frisch lackiertes Auto machen sollte, ist, dass der Lack darunter ausgasen muss. Wegen meinem Drängeln, ich will, um Gottes Willen, wie gesagt, ich will Danny da nicht schlecht machen, das Produkt nicht schlecht machen oder. Es war halt nur so, dass der Lack darunter, der wurde ja einmal, für die, die es wissen, wurde ja einmal weiß darunter lackiert. Der hat sich da mit dem PCP verbunden, sodass das halt wirklich runtergeschliffen werden musste. Dann ist das Auto in eine andere Lackiererei gegangen. Die haben da, ich sage auch extra nicht den Namen, weil das soll kein Schlechtstimmungsvideo werden. Eigentlich freue ich mich, dass es jetzt hier wirklich weitergeht. Die haben dann den Innenraum, ich zeige euch das mal, alles komplett auseinandergepflückt. Und man sieht hier oben das Mikrofon. Ich weiß tatsächlich nicht, warum. Ich habe das nicht in so einen Auftrag gegeben, aber auch das ist egal. Jetzt haben wir, sorry für das ganze Rumgewackel hier. Jetzt haben wir hier es war ja noch Motorprobleme oder der Motor hat ja Geräusche gemacht. Das wisst ihr, habt ihr ja in dem letzten Video gesehen. Das war, glaube ich, das letzte Video, auf was online gekommen ist. Dass wir dann da Teile getauscht haben, was jetzt nicht nur ein Teiletauschen war, sondern das war schon berechtigt, dass wir die Teile getauscht hatten. Und jetzt ist hier das Getriebe wieder draußen. Und da ist, willst du mit auf die Kamera? Von mir aus. Okay. Guten Tag, sag einmal Hallo. Guten Tag, hallo. Ich bin Felix, ich arbeite hier bei Polybauer und war hier an Renés Golf. Da waren ja Geräusche und wir konnten nicht richtig zuordnen, ob das jetzt eventuell aus dem Getriebe kommt oder halt irgendwo aus der Lagergasse, Kurbelwelle die Richtung. Und da haben wir jetzt einmal das Getriebe ausgebaut, uns das alles einmal angeguckt und dann das Getriebe ohne das Kupplungspaket, nur mit dem Schwungrad eingebaut, damit wir den Motor halt starten können, um zu gucken, ob das Geräusch trotzdem noch da ist, auch wenn überhaupt gar kein Kraftstoß oder Druck oder so auf dem Getriebe ist, ob das Geräusch halt noch da ist. Ne? Genau. Und was war das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass das Geräusch nicht mehr da ist, wenn das Getriebe quasi kraftschlusslos eingebaut ist. Das haben wir jetzt nur eingebaut, damit wir den Anlasser drehen können, um den Motor halt anzukriegen. Dazu muss ich mich einmal ganz kurz aus dem Schnitt melden, bevor vielleicht der ein oder andere Kommentar diesbezüglich von alleine kommt, will ich das gleich vorwegnehmen. Und zwar, was ist der Grund, warum ich zum Beispiel das Auto nicht habe zu SAR gebracht? Ganz einfach, die sind einfach in Paderborn und wir sind in Hannover. Und als das damals mit dem Motor so stark aufgetreten ist, bin ich 5 Minuten, 10 Minuten, wenn überhaupt, von BK entfernt gewesen. Und warum ist das Auto jetzt bei Polybauer und da wird da das Getriebe rausgenommen und nicht wieder bei BK? Ich hatte mit BK abgemacht, bau mal die Kiste wieder zusammen und ich nehme das Auto mit, ziehe kurz den Lack ab, kurz mal, ihr habt das Ergebnis gesehen, ich ziehe den Lack ab und bring dir dann das Auto wieder. Jetzt stand er bei Polybauer, weil ich hier den Platz nicht habe. Dann habe ich einfach gesagt, komm, dann könnt ihr mal kurz das Getriebe ziehen. Dann habe ich nicht diese logistischen Probleme, wenn die Zeit besteht. Und das hat einfach super funktioniert. Das, wie gesagt, also es ist weder was gegen BK noch gegen SAR. Wir sind
es ist alles cool. Also ich bin mit niemandem im Beef oder sonst irgendwas. Und es hat auch, es sind einmal die einfachsten Gründe, warum jetzt zum Beispiel, habe ich ja gerade erklärt, das Auto dann halt bei Polybauer da jetzt das Getriebe gezogen wird. Ne? Das nur mal ganz kurz aus dem Schnitt. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hingucken soll, weil ich das gerade auf schnell mit dem Handy filme, weil das halt hier nur so mal eben kurz zwischendurch ist, damit ihr Bescheid wisst. Hab das Gefühl, ich bin euch das so ein bisschen schuldig. Wenn ich sage, der Motor ist kaputt, dann wollte ich euch auch sagen, woran es gelegen hat und warum der Lack ab ist und so weiter und so fort. Morgen geht das Ding, wir haben jetzt heute Montag den, welchen Namen heute? Montag, den 5. Juni und jetzt geht das Auto morgen früh zu der Firma zu der Firma Lackwelt in Irxleben, so rum. Und bekommt da tatsächlich neuen Lack. Und wenn ich euch sage, dass bis jetzt, Stand jetzt, wir haben es jetzt, Sekunde, 12.10 Uhr, ich habe noch gar keine Ahnung, was ich farbtechnisch machen will. Also ich weiß, dass ich würde, glaube ich, ganz gerne wieder Porsche Kreide Grau, aber hundertprozentig feststehen tut das nicht. In Kombination mit schwarzen Schwellern, schwarzer Flügel, der Carbon-Motorhaube und sowas, kommt das, glaube ich, oder kann das, glaube ich, schon ganz gut kommen. Schreibt mal in die Kommentare, ich werde das Video... Es sind Vorarbeiten zu machen. Ich werde das Video wahrscheinlich heute Abend gleich direkt schneiden und euch hochladen. Genau, es ist schon so ein bisschen traurig, das Auto so zu sehen, versteht ihr? Ich hoffe, dass dieses Gefühl auch einfach wiederkommt. Wie soll ich das sagen, ohne dass ihr es blöd anhört? Man hat ja immer so eine Beziehung zu dem Auto, ne? Und die Beziehung, die ich zu diesem Auto habe, ist extrem groß. So, ich mag dieses Auto. Mir wurde mal wirklich viel Geld für das Auto geboten und ich hatte damals abgelehnt, weil ich einfach so viel Freude mit dem Fahrzeug hatte. Dieses Gefühl fehlt mir gerade irgendwie so ein bisschen, dass ich sogar tatsächlich am Überlegen bin, ob ich die Kiste vielleicht verkaufe. Weiß ich nicht, weil für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe jetzt ja noch mittlerweile eine 3 Jahre alte Tochter, also eine neue Tochter. Nee, neu nicht, also, ne? Meine zweite Tochter. 3 Monate. Hä? 3 Monate, nicht 3 Jahre. Habe ich 3 Jahre gesagt? Nee, 3 Monate. Genau, 3 Monate. 3 Monate alt ist die Kleine. Und ja, das ist halt ein Zweisitzer, ne? Und Papa fährt dann damit vielleicht mal auf den Sonntag Eisziele. Weiber aufreißen ist auch nicht mehr, weil Frau sitzt jetzt zu Hause. Weiß ich auch nicht. Versteht ihr, was ich meine so? Deswegen, da muss ich dann halt erstmal wieder gucken, ob dieses Gefühl wiederkommt von dem Wagen. Wenn es da ist, dann behalte ich ihn und wenn nicht, bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich den verkaufe. Oh, ist das ein geiles Geräusch. Das habe ich schon ein bisschen vermisst. Ja, das glaube ich. Alter, ohne Tacker. Ja, vorher war das halt nicht so ein Schlag. Ja, vorher war das halt richtig... wie so ein metallisches Schlag. Genau. Ja. Das heißt, irgendwas vom Getriebe wird sich da verabschiedet haben, was der Wagen hat jetzt... 120.000 runter und ja, also die Karosse, der Motor um die 60 und das Getriebe auch um die 60. Dass dann irgendwann, wir fahren ja hier 500 PS, dass sich da dann irgendwann mal auch was verabschiedet, ist, denke ich, ganz normal. Was sind jetzt die nächsten Schritte deiner Meinung nach? Getriebe aufmachen? Ja, man müsste gucken, ob man was sieht. Können wir den Motor kurz vielleicht einmal wieder ausmachen? Ja, klar. Dann könnt ihr auch ein bisschen besser verstehen, was der Jute zu sagen hat. Ja, man müsste jetzt im Getriebe mal gucken, wenn man das aufmacht, ob man da irgendwas findet. Hast du schon eine Vermutung, was so dein Bauchgefühl sagt, was es sein könnte, was da den Geist aufgegeben hat? Das weiß ich so nicht. Weißt du nicht, okay. Ja. Hätte sein können. Ja. Gut, das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass, wie gesagt, morgen geht das Auto zum Lackierer, wird da einmal wieder frisch gemacht und ich bin auch wirklich froh, dass, weil die Jungs echt viel zu tun haben. Ihr habt gesehen, Jean-Pierre war da mit seinen Autos, Philipp war da mit seinen Autos und es werden noch mehr dahin strömen, weil gute Arbeit zahlt sich einfach aus, so dass ich auch da hinströmen werde und ich bin froh, dass ich da einen Slot quasi bekommen habe, dass das Auto dort gemacht wird, weil man kennt es von den anderen Autos, das ist halt wirklich gute Arbeit. Worauf ich hinaus wollte ist, wir müssen jetzt gucken, lassen wir das Getriebe jetzt nämlich ausgebaut, also bauen wir das wieder aus und transportieren das Auto im offenen Trailer, weil der geschlossene von Philipp nicht mehr hätte leihen können, gerade nicht zur Verfügung steht. Jo, was sagst du, Christian? Ja, ich denke, wenn man die Motorbrücke anständig festmacht mit 2-3 Spanngurten noch, dann wird das auf jeden Fall halten, ne? Die Haube bauen wir ab, dass sie nicht umschlägt. Und dann können wir aber in der Zeit halt das Getriebe aufmachen. Ne? Ich sehe gerade, dass... Das ist wieder drei Wochen weg und... Ja. Genau, ja, in den 3 Wochen könnte man halt, halt nichts, schon ein bisschen wieder weiterarbeiten. Ne? Ja. Ich sehe gerade, dass das Licht hier ein bisschen bei euch in der Werkstatt ein bisschen flackert. Gucken, ob ich das im Schnitt wegbekomme. Seht ihr das da unten? Ich könnte es aber auch
Nee, es flackert trotzdem. Ich kann jetzt, während ich filme, in die Einstellung nicht rein. Egal. Müssen die Leute durch. Ich hoffe, das ist okay für euch. Nicht, dass ihr Augenkrebs bekommt. Genau, das ist jetzt halt nämlich die Frage. Was machen? Weil rein theoretisch müssen die Lackierer, hier ist ja alles schon komplett weggebaut. Die Stoßstange ist weg, Kotflügel ist weg. Hier vorne müsste rein theoretisch nichts lackiert werden. Das heißt, wenn wir vielleicht noch die Carbon-Motorhaube einfach abnehmen würden, könnte man den Wagen so verzurren, dass da auch nichts mit passiert. Ja, sind wir nicht die Ersten, die das machen. Das geht schon, ne? Ja. Das ist kein Problem. Das hält schon alles hier, wenn das dann fest ist. Jetzt, ja noch jetzt ist ja keine fest. Last drauf. Der hängt ja jetzt wieder in den Lagern ganz normal drum. Machen wir da noch zwei, drei Spanngurte drum, dann geht das schon. Ja, weil also, der hängt ja jetzt in den Lagern, weil das Getriebe dran ist. Richtig, ja. Aber das Getriebe, hier ist das Getriebe ja abgefangen und dadurch ist halt die Stütze eigentlich nicht nötig gerade. Ne? Aber ja, da wir das aber, ja eh wieder ausbauen. Genau, darum geht es ja, ne? Ja. Das ist nämlich das, das Problem. Ja, was sagst du lacktechnisch, wie das Auto hier hergekommen ist? Ich habe den Lackierer, der das Auto in diesen Zustand gebracht hat, nicht erwähnt, weil ich kein böses Blut möchte und niemanden schlecht machen möchte. Aber was sagst du zu dem Ergebnis, wie das Auto hier steht? Es gibt Stellen, die sind okay, aber es gibt mehr Stellen, die sind nicht okay. Ne? Ja, das ist halt wirklich... Das ist immer so die Sache, wie viel Zeit wurde da jetzt reingesteckt, mit wie viel Herzblut. Meine, so eine Stellen, das ist immer schwierig, das so einem Kunden zu übergeben. Ne? Aber man muss halt auch sagen, das ist jetzt im Füller, das muss auch geschliffen werden und abgedichtet werden. Genau, abdichten, ne? Macht wieder Mike von der Firma Henkel. Also das sehe ich halt nicht so als Problem, aber wenn ich mir hier diese Stellen angucke, das ist halt uncool. Ne? Weil das ist halt dieses Gitter und das schleifst du halt auch nicht mal so eben. Und wenn, schleifst du halt die Struktur raus, ne? Und dann ist das Bodykit an der Stelle halt hin. Ne? Ja, das heißt, da ist auf jeden Fall für die Jungs in Irksleben noch viel Arbeit. Angesetzt waren jetzt mal so 3 Wochen. Wir gucken mal, ob das Zeitfenster eingehalten werden kann. Ich vermute nicht, was nicht an der Kompetenz von den Jungs. Einfach diese Vorarbeit, weil auch die sind ja bestrebt, ein perfektes Ergebnis hinterher abzuliefern. Wie viel Lack hier jetzt schon auf deinem PDC-Sensor ist, ne? Der wird permanent einen Fehler anzeigen. Das musst du alles da wieder runterschleifen, ne? Ja. Das ist ja, und die kriegst du auch nicht mal eben ausgebaut, weil ihr wisst, das ist ja ein Teil, ne? Die ganze komplette Heckstoßstange ist einfach ein Teil und das heißt, du kriegst sie auch nicht mehr ausgebaut. Kriegst die Stoßstange gar nicht mehr ab? Nee. Das ist schon ein bisschen Arbeit. Ja, ich weiß noch, wie wir hier, ich guck mal, ob ich das auf meinem alten Handy noch finde, wie wir das hier abgepult hatten. Ja, aber meine Seite ging ein bisschen besser wie deine, weiß ich noch, ne? Ja, das war aber schon... Aber im Groben und Ganzen war es schon scheiße. War schon heftig. Wir sind da noch ein paar Stellen, guck mal gerade, da ist es auf jeden Fall noch drauf. Ja, aber ich glaube, das ist normaler Lack, oder? Das weiß ich nicht. Ich hab's nicht gesehen. Also so wie es sich anfühlt, ist das normaler Lack. Ich glaube, dass Danny damals den Spoiler, nachdem da PCP drauf war, nochmal wieder abgemacht hat, also das PCP wieder abgemacht hat, weil er die Befürchtung, oder er wusste nicht ganz genau, wie sich das mit dem Kleber verhält. Glaube ich, mich dran zu erinnern. Kann aber auch sein, dass ich da völlig falsch liege. Okay. Ich wollte auf jeden Fall nochmal öffentlich Danke sagen, dass der Wagen hier so lange stehen durfte, weil ich bei mir in der Firma... Ist halt keine Werkstatt, ne? Das ist ein Fotostudio. Dazu kriegt ihr auch noch Informationen. Ich habe mir jetzt fest vorgenommen, dass ich das wieder auf diesem Kanal regelmäßig Content kommt. Ja, das kann ich auch nochmal zeigen gerade. Ist halt nicht so cool, wenn man so eine Dichtung nicht abklebt und die komplett mit Vollsift. Weil dann freut sich jetzt Lackwelt Irksleben auch, dass das hier alles schon versaut ist. Wobei er da gar nicht so kann, weil er war es halt nicht. Ne? Ja. Aber das ist jetzt eine weiße Gummidichtung hier. Ne? Ja, das ist halt natürlich... Das ist halt natürlich ein bisschen schade. Aber ich bin niemanden böse, ich will niemanden schlecht machen. Wie gesagt, sollte das so rüberkommen, möchte ich mich dafür auf jeden Fall entschuldigen. Gibt halt Sachen, die gut sind, gibt halt Sachen, die nicht so gut sind. Ihr kennt das. Genau, also was ich sagen wollte. Es wird auf diesem Kanal wieder, wir lassen ihn wieder aufleben. Ihr wollt auf jeden Fall Videos haben, bustechnisch, wie es da weitergeht oder weitergegangen ist. Da bekommt ihr auf jeden Fall auch noch in einer der nächsten Videos Informationen. Dann, da ich ja nicht immer Auto-Content habe, mache ich oder... Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt. Ich ziehe demnächst um und wir machen da wirklich alles do yourself. Ist nichts gekauft, ist es auch wieder nur gemietet, aber wir investieren da ein bisschen. Warum, wieso, weshalb, würde ich auch in dem einen der nächsten Videos dann, wenn es darum geht, erklären. Ist aber, glaube ich, erst im Oktober ziehen wir da ein. Im September kriegen wir die Schlüssel, im Oktober ziehen wir ein. So ist zumindest der Plan. Man kennt's. Genau. Nur damit ihr da schon mal wieder grob, warte mal, wieder ein bisschen ins Licht kommen hier.
Ach, schwierig, weil ich habe hier so ein komplettes Kamera-Setup mit. Ihr könnt es wie gesagt sehen, warte. Guck mal hier, mit so einem riesen Mikrofon und so weiter. Und das Ganze im Vlog-Style, da wird mein Arm ein bisschen schwer. Gesundheitlich bin ich auch ein bisschen angeschlagen. Der Grund, warum ich immer so keine Luft bekomme, kann ich auch noch mal was zu sagen, falls das überhaupt interessiert. Ich glaube aber eher nicht. Ich möchte euch nur darauf vorbereiten, dass vielleicht das ein oder andere Video, wie gesagt, auch mit dem Umzug, nicht mit dem Umzug, sondern generell mit der Hausrenovierung, dass es da nicht immer nur um Autos geht. Aber ich verspreche Besserung, dass hier wieder was passiert, dass wir wieder Content produzieren, weil es mir einfach Spaß macht. Und da will ich wieder hin. Genau. Ja, gibt's noch irgendwas zu sagen? Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, packt die bitte ganz gerne in die Kommentare rein. Lacktechnisch oder. Dass ich sie dann, wenn ich das Auto zum Lacker bringe, beziehungsweise wenn ich dann vor Ort bin, um den Prozess dort auch zu begleiten für euch, damit ihr angucken könnt, wie es da weitergeht, dass wir da mal ein bisschen drauf eingehen können. So, weil ich ja natürlich nicht einfach nur Videos produzieren will, um Videos zu haben, sondern weil ich, wie gesagt, Spaß daran habe. Baut jetzt das Getriebe aus. Ja. Gleich. Ja. Und verzuren das dann mit der Motorbrücke anständig. Und du kommst dann morgen mit dem Trailer zum Aufladen oder was? Genau. Ich komme morgen mit dem Trailer zum Aufladen morgen früh und dann laden wir das halt auch. Genau. Auf. Wir verzuren das dann anständig, dass es auf jeden Fall hält. Felix sagt gerade auch noch, wir müssen auf jeden Fall den Motor noch ein bisschen auf dem Trailer nach unten verzuren. Nicht, dass er bei der Bodenwelle mal frei hebt. Ja, stimmt. Ne? Mhm. Dann ziehen wir den halt ein bisschen nach unten und dann geht das schon. Dann ist er fest und gut. Ich hoffe, dass euch dieses Update vom Auto bis hierhin erstmal so reicht. Wir haben über den Lack gesprochen, wir haben motortechnisch besprochen, was da Phase ist, war und sein wird. genau, die Jungs machen jetzt das Getriebe auf in der Zeit, wo der beim Lacker ist. Das ist besser, weil dann, ich hatte einfach, das Auto stand einfach in der Ecke, ich hatte nicht so viel Lust darauf, habe ich ja gerade schon erklärt. Und jetzt soll es aber weitergehen tatsächlich und da begleitet ihr mich, wenn ihr wollt. Ne? Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.